Luke gibt ja hier mal eine Hoftour, ne? Viele haben nachgefragt, kannst du mal den Hof detailliert zeigen? Oder auch in meinen Livestreams wurde immer wieder gefragt, kannst du den Hof da nochmal zeigen? Ja, kann ich. Deswegen tue ich das auch nochmal. Ganz detailliert. Mit ein paar Hinterdaten, warum ich mir das so und so gedacht habe, warum das so und so gemacht wird, was ich mir dabei gedacht habe. Ne? Hört sich ja dann Plan an. Das ist ein Plan. Gebaut wurde der Hof von dem Shorty, ja komm. Fahr vorbei, und dann halt nicht. Von dem Shorty. Deswegen da gehen ganz, ganz dicke Grüße an ihn raus, dass er es für mich gebaut hat quasi und ich dieses Safe Game nutzen darf. Ja, wenn man auf den Hof raufkommt, ganz wichtig, zuerst gleich eine Tankstelle, weil wer Sprit verfährt, muss er Sprit nachtanken. Das ist ja ganz klar. Daneben gleich eine große Unterstellhalle für alles. Da steht ja auch der 3-Stack-Güllewagen und sowas drin. Ja, eigentlich war es mal gedacht für die großen Maschinen, so eine Güllewagen oder Gruber kann ich rausstellen. Das hat mein Angestellter reingestellt. Warum, wieso, keine Ahnung. Unter anderem halt auch Strohballen, weil, ne, soll ja nicht nass werden. Ja, schön, und Sparda und hier Maispflöcker. Genau, hier ist unser erster großer Kuhstall mit 140 Plätzen. Ja, unser selbstfahrender Futterwagen. Hier Silo King Selfline Primo 2215. Fast ganze 22 Kubik, glaube ich. Müssen das sein, ja. Ich glaube, 22 Kubik sind das. Genau, laufen hier unsere schwarz-bunten Holsteiner rum. Alles Milchkühe. Ja, ich move auch gleich mal da, ne? Sei mal ruhig da hinten. Immer deine Hörnsaugen blöd. Ja, 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 ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, hier, die sind manchmal ein bisschen komisch, die fressen noch Steine. Oder legen sie auf die Spalten. Ey, ich hab hier Liegeboxen gebaut, Macker. Geh da rein. So, na gut. Ja, hier hinten ist dann unser Milchtank. Bei uns steht ja draußen, meine ich ja drin. Mir ist das recht fluppig, ne? Ein bisschen Besen und so, falls man jemand sauber machen muss. Genau, dann kommen wir jetzt eigentlich zur großen Hofplatte, wo jetzt hier zum Beispiel unsere Ladewagen stehen oder hier vom Mistfahren unsere Krampe Big Buddy 900 Mulde und natürlich mein Schlepper, mein Ein und Alles. Wenn ihr das mal anguckt. Hey, irgendwo was falsch ist. So, wenn ihr mal anguckt, ne, Fendt 936 mit Vario Grip und vorne 650er Räder, hinten 17er, das ist echt flupp. Ja, wenn man mal. Mal rein. Hallo, ich will da reingucken. Ich möchte da reingucken. Na, dann halt so. Wenn man mal reinguckt, ne? Ganz wichtig hier vorne. Noch ein bisschen Schub. Falls es mal nicht ganz läuft, ne? Geht da zur Sache. Ansonsten halt, habe ich mir ein bisschen hübsch gemacht, ne? Hier ein bisschen Putzkram. Da hinten ruft gerade Bauer Hermann noch an. Da muss ich nochmal rangehen, aber jetzt habe ich keine Zeit. Ja, mein iPad. Bisschen klein. Genau, dann ist hier auch gleich unser zweiter Kuhstall. 70 Plätze, die sollten dann einfach rüber. Ja, ist quasi fast gleich wie der, nur der ist halt mit Auslauf draußen, die stehen halt drin. Ja, hier große Siloplatte für Mais. Also ich habe sie für Mais angelegt, weil passt am meisten hin und jetzt liegen hier drin, ich glaube, knappe 800 Kubikmeter Mais oder so. Pi mal Daumen, ne, 1, noch was liegen hier drin, ich weiß nicht genau. Ja, hier noch Kälber-Iglus. Momentan also Benutzung, weil keine Kälber-Saison. Ja, hier für unseren Drescher. Wir haben Class Lexus 780, habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Hier das Vario 1230 dazu. Warum groß? Ja, weil ich keinen Bock hatte, mit klein umzufahren. Das ist die einzige Antwort. Dreher haben wir auch manchmal auf dem Hof. Ja, guck, ja. Wollen wir uns anfreunden? Muss mein Freund sein? Nee, oder nicht? So. Hier vorne haben wir die Gülle-Schächte. Ja, kriegen wir die Gülle raus. Hier ist die kleine Mistplatte für den Stall. Und wenn das mal ein bisschen idyllischer werden soll, haben wir auch einen schönen Teich. Alles schicki, alles laggy. Das läuft. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen schneller. Ich wollte nur ein weißes hier Dreieck. Steht halt da, ne? Ja, hier vorne ist eigentlich die Waschplatte. Also der Hochdruckreiniger. Ja, haben wir irgendwie jetzt mit Ladewagen vollgestellt. Die werden aber beide bald sowieso entschwinden und es kommen zwei neue. Genau, unsere Lampen-Solitärdrille drehen wir Mais. Ne, Mais mit, ja, was muss genau? Wir drehen Mais damit. Damit drehen wir Getreide, alles andere, Gras. Was auch immer. Dann haben wir noch unser Siliermitteltank, Fass, Döns. Das muss auch nochmal wieder verräumt werden. Ja, und hier unser
Übergangs-Mais-Silo und unser Gras-Silo. Ja, gab bei der Gärung, bei der Silierung ein bisschen Probleme, deswegen sind die wieder abgedeckt. Ist halt so. Ja, dann kommen wir auch hier zur zweiten großen Halle. Eigentlich nur gebaut, weil da hinten war kein Platz mehr für ein bisschen Kram, deswegen stehst hier zum Beispiel die Mähwerkskombi drin und zum Beispiel jetzt hier von meinem anderen Chat von Tobi, der 926 Favorit. Ja, Allrounder für alles. Hier unser 724 mit der John Deere Spritze, weil ich vorhin noch eine Pflanzenschutzmaßnahme gefahren habe. Ja, alle samt mit RTK ausgestattet, weil selber denken will ja keiner. Auch nicht groß spektakulär. Hier noch unsere Federstack Carrier Kurzschaltmägge. Ja, unser Case IH Armlift. Auch nicht großartig spektakulär. Hier hauptsächlich für Zuckerrübenschnitzel für die Pyrosanlage oder wenn da, keine Ahnung, irgendwas rumgefahren werden muss, haben wir den dafür. Steht hier hinter noch Silo-Schild und Silo-Gewicht. Ja, zum Silo-Walzen, das erklärt sich ja von selber. Hier ist noch ein Mineralfuttertank für die Fütterung. Gülle-Mixer und Kälber-Iglus und eine Ballengabel. Ne, Ballen wollen auch gefahren werden. Ja, hier ist unsere kleine Güllegrube für mal so zwischendurch, wenn man kurz wegfahren muss. Und wenn wir hier mal kurz in den Busch gehen, haben wir hier unsere Gärresttrocknung. Hat einen ganz einfachen Hintergrund. Wenn wir noch was im Wagen drin haben und wir haben momentan einfach noch nicht den Pott dafür, können wir einfach unsere Gärreste reinfahren, kriegen separierte Gärreste raus und können das wieder aufs Feld streuen. So, dann kommen wir zu der Halle. Das ist so eine kleinere Halle, hier steht zum Beispiel unsere Maislege drin oder unsere Quaderbeinpresse. Hier oben steht noch ein bisschen länger. Hier schon das Pflanzenschutzmittel. Hier schon unser großer Radlader, Liebherr 556 X-Power, Joystick-Lenkung. Ja, für die Biogasanlage zum Füttern oder zum Mistladen, Kalkladen, alles, wo man ein bisschen mehr Wasser bewegen will. So, hier Überladewagen, Habe, ULW, 3500 TA, ging glaube ich rein, knappe 42 Kubik oder so, müsste jetzt gut rein. Chill, Habe, naja, kann ja Typ chill. Nö, kann ja Typ chill. Aber so Typ chill. Ah, okay, aber kein Typ chill. Dann gilt das kein bisschen halt so, ist dann halt so, welche vorne irgendwie. Nö, aber müssen wir in die 42 Kubik reingehen oder so. Ich weiß ja nicht. Genau, hier hinten ist noch unsere Gülle-Scheibenegge für die Scheibenegge. Für den Güllewagen. Und unsere zweite Mistplatte für den Kleinstall. Ja, hier vorne habe ich noch Saat dazwischen gelagert. Das muss ich auch eigentlich mal. Ja, ist gut. Seid doch mal ruhig da. Mensch, das schlimme euch. Ja, dann geht auf dem Teil, den ich jetzt zum Hof beigetragen habe, nämlich zur Biogasanlage. Hier vorne steht die Gasfackel und ja, das ist so einfach der Übergang, dass man halt nicht immer ständig außen rumfahren muss, sondern einfach hier kurz durchfahren kann. Dementsprechend ist meine Fahrzeuglage. Dann sehen wir, ja, gleich vorne noch das BRKW, ne, weil die Biogasanlage ohne BRKW kann das sein jetzt, ne. Dann stehen noch ein paar Container, Menschen einfach noch mal so gefühlt, wenn sie mit denken. Oder, keine Ahnung, wenn wir wieder abends zu viel Bäcker. Naja, wenn wir wieder zu viel Biergang haben, dann wegschmissen. So, hier vorne dann auch gleich unsere Gülle-Entnahme, die Gülle-Eingabe. Jetzt haben wir die Gülle rein. Für die Biergastanlage, damit das alles ein bisschen kreislich wird. Ja, hier Feststoffeintrag. Zwei große Fermenter, ein Nachgärer, ein paar Paletten, ja, wo wir jetzt hier rumstehen, müssen wir weggefahren werden. Hier dann kriegen wir unsere Gärreste wieder raus, ne, weil irgendwann kommen Gärreste raus und die wollen wir hier haben. Das soll ja ein Kreislauf bleiben und dafür will ich halt einfach auch wieder rauskommen. So, da hinten steht noch alles Förderband, das ist auch von Opa vom Hof. Hier vorne haben wir dann noch ein bisschen Zuckerrüben liegen, ne, wir schnetzeln in die Anlage rein. Und alles, was quasi bis zur nächsten Ernte nicht eingefüttert ist, das wird halt gleich verkauft. Ja, hier eigentlich mit einer der wichtigsten Gerätschaften des Hofes, mein Zubringer. Cottage H28, Vakuumpumpe, hydraulischer Beschleuniger,
hier Saugrüssel mit Schlauch dran, mit Grubenschlauch, dass du einfach aus dem Pott saugen kannst oder aus der Güllegrube. Ja, hinten noch ein Verteiler dran, falls man mal doch 61,50. Okay. Falls denn dann doch mal irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich mal, eben Gau, ob du dann Koppel oder auf Stoppelbad ausbringen willst. Oder zum Wagen durchwaschen, einmal Wasser reinsaugen und einmal richtig Schub geben. Ja, dann ist da vorne jetzt unsere Einfahrt zur Biogaslage, die eigentliche Einfahrt. Ebenfalls mit einer ganz normalen Fahrzeugwaage. Ja, und weil es da ein bisschen idyllisch sein soll, noch ein kleiner Teich. Ihr Laune über die Fresche. Ihr habt sie aber noch nicht gefunden. Ich such sie. Wenn ich sie gefunden habe, mein Bild davon und dann blende ich wieder nur ein. Aber ich glaube, ich bin nicht. Ja, hier unsere Gülle Lagune. Fast, glaube ich, knappe 700 Kubik sind das, glaube ich. Ist recht voll. Müssen wir mal langsam leer fahren. Auch nichts Wildes hier. Schlauchanschluss, aber naja, wir kommen hier mit dem Turbo rüber oder mit dem Saugarm. Hier haben wir im vorherigen Livestream, falls ihr gerne mal dabei sein wollt, twitch.tv/cruisegaming936, bisschen GPS gefahren, also wir bauen Grünräume in der Fruchtfolge an und das geht dann gleich in die Biogasanlage. Hier ist noch ein zweites Silo, das ist für Gras gedacht, weil ich auch gerne eigentlich Gras für die Anlage häckseln möchte, oder also fahren möchte. Ja, Miststreuer, weil irgendwie muss man den ganzen Kram auch aufs Feld kriegen, Kalk, Mist, Bergmann, TSW 7340S, ja, Liftachse verbaut. Ja, kannst gut vollschmeißen den Kram. Ja, das ist groß die Anlage gewesen. Dann haben wir jetzt noch einen Reifenstapel. Ne? Kann man doch mal. Ey, raus da! Ich hau dir auf den Kopf. Ein paar Reifen brauchen wir ja immer irgendwann. Und selbstverständlich auch hier noch ein kleiner Teich. Ich finde, so ein kleiner Teich, ne, das macht doch einiges aus. Und wenn man dann doch mal kurz irgendwie zwischen der Arbeit 5 Minuten Ruhe findet, haben wir hier eine romantische Bank. Und wenn man da so hinguckt, sieht das doch eigentlich ganz idyllisch aus. Sehen wir noch ein Windrad, das ist nicht unser. Aber irgendwann soll ich in die Windenergie einsteigen, weil das freut die Kasse. So. Da sind wir auch eigentlich schon fast so weit fertig. Bis auf hier unseren großen Mais-Silo. Mais-Silo leer, weil die Biogaslage wird nach Mais gebaut. Ja, wie man hört, Anlage läuft auch fein. Glaube ich tatsächlich, dass es das gewesen ist. Wir können ja noch einmal kurz eine Runde rumfliegen. Ein bisschen schneller. Nochmal im Überblick. Also der Hof an sich ist nicht der größte, aber für meine Verhältnisse ist es perfekt. Ich würde sogar fast behaupten, es ist der geilste Hof, den ich je im LS hatte. Also wirklich, ohne Scheiß, der ist richtig geil. Da geht nochmal lieben Dank an Shorty, wenn er das Video sieht. Dankeschön, mein Jung. Du hast hier echt Glanzarbeit geleistet, Alter. Ja, die Biogaslage ist gestern Abend aus Langeweile entstanden. Beziehungsweise aus Langeweile, ich wollte immer eine Anlage haben. Ja. Ich glaube, viel mehr gibt das nicht zu sagen und ich würde das Video jetzt nur unnötig in die Länge ziehen. Deswegen verabschiede ich mich mit dem Blick auf den wunderhübschen Fendt 900. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Oder wenn es euch super duper gefallen hat, natürlich auch ein Abo. Alles kann, nichts muss, ihr müsstet nicht. Ich freue mich. Haben wir beide was von, wa? Du hast den Hof angeguckt, ich hab ein Like. Oder schreib auch deine Meinung in die Kommentare. Auch sehr gerne, ne? Deswegen, wenn du irgendwie Verbesserungsvorschläge hast und sagst, ey, das könnte man auch intelligenter machen, weil ich bin auch nur ein Mensch. Und wenn du sagst, ey, das ist vielleicht so und so intelligenter, dann schreib mir das gerne. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns auf Instagram oder auf Discord oder auf Twitch. Jeden Tag ab ca. 13 Uhr momentan. Und ein bisschen die Abendstunden. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Und würde sagen, bis dahin, Mockout. Wir sehen uns.